Willkommen bei der Pressekonferenz der Wiener Austria vor dem Spiel gegen die Admira. Rede und Antwort steht der Cheftrainer Thomas Letsch. Önius berichtet. Wie gewohnt vorab ein paar organisatorische Infos von meiner Seite. Wir freuen uns, dass wir wieder zahlreiche Kinder haben bei unserer Schulaktion. Mehr als 800 Anmeldungen haben wir bereits und für die haben wir natürlich ein umfangreiches Rahmenprogramm. Wer noch keine Karte hat, hat morgen auch eine günstige Möglichkeit dazu, nämlich gegen Vorweis einer Toto-Quittung kann man morgen sich das Spiel anschauen. Die Karten dafür gibt es an der Kasse 5, also mit einer ausgefüllten Toto-Quittung kommen und dafür bekommt man eine Freikarte und man hat auch die Chance, an einem attraktiven Pausenspiel gemeinsam mit Toto teilzunehmen. Nämlich wer einen Wimpel mitbringt, wo die Austria gespielt hat. Es kann sein, ein Wimpel von einem Spiel oder einfach ein Wimpel, wo man Austria Wien drauf gut erkennen kann. Der kann den abgeben am Samstag beim Spiel, beim Fanmobil und diese Wimpel werden wir dann in der Viola Sports Bar aufhängen und somit kann sich auch jedes Veilchen dort in einer gewissen Art und Weise verewigen. Ein Hinweis auch schon vielleicht für die letzte Runde, nämlich für die 36. Runde. Mehr oder weniger ist es entschieden, wo wir unser Heimspiel gegen Red Bull Salzburg austragen werden. Nachdem hier zeitgleich im Happelstadion der Frauenlauf stattfindet, geht es ja hier nicht. Und vorbehaltlich der Senatsentscheidung der Bundesliga wird es Wiener Neustadt werden, damit 50 Kilometer von Wien entfernt. Es war uns ein großes Anliegen, dass wir so nah wie möglich an Wien natürlich unser Heimspiel austragen können. Für unsere Abonnenten haben wir natürlich ein besonderes Service parat und die Plätze sind gesichert dort und wir werden auch Tageskarten anbieten und wir werden auch in einem Shuttle-Busse organisieren, aber die Details dazu werden wir in den kommenden Tagen auf unserer Website und über unsere Social-Media-Kanäle veröffentlichen. Das war's von meiner Seite. Ich darf das Wort weitergeben an unseren Cheftrainer Thomas Letsch. Ja, zunächst mal haben wir natürlich alle gehofft, dass die tabellarische Ausgangssituation eine andere ist vor diesem Spiel. Das ist leider nicht so, aber nichtsdestotrotz haken wir die Saison nicht ab, sondern im Gegenteil, und das soll auch heute die klare Botschaft sein, die Saison geht noch 4 Spiele lang und in diesen 4 Spielen geht es darum, dass sich jeder Einzelne und wir als Mannschaft hier nochmal richtig gut präsentieren. Und da kann sich auch jeder darauf verlassen, dass da auch im Training nicht nachgelassen wird, sondern dass keiner, aber wirklich keiner, dieses so herschenkt, sondern dass da weiterhin Feuer drin bleibt. Und das ist das Mindeste, was wir den Fans schuldig sind, aber was wir uns auch selber als Mannschaft schuldig sind. Und dass das Personelle anbelangt, ja, es ist so, unsere Langzeitverletzten, da hat sich nichts verändert mit Christoph Matschinko und auch mit Robert Almer. Michael Madl, der raus musste, hat jetzt wieder mit der Mannschaft trainiert. Muss man sehen, ob es reicht heute, dass er spielen kann. Ähnliches mit dem Alex Borkovic, der die Woche jetzt schon wieder trainiert hat. Es gibt so ein paar kleine Blessuren, deshalb müssen wir heute das Training abwarten. Aber grundsätzlich stehen die meisten zur Verfügung. Der Ibrahim Al-Hassan war relativ lange krank. Das wird auch eher eng werden. Ja, ansonsten sind alle fit. Ja, also Natürlich gehört schon ein bisschen mehr dazu, als dass man mit der richtigen Einstellung rangeht. Ich muss vielleicht auch das ist nicht das Einzige, dass wir mit der richtigen Einstellung rangehen, aber das ist eine Grundvoraussetzung. Und nochmal, das ist mir wichtig, dass man das auch merkt, dass die Saison nicht hergeschenkt wird. Dass wir noch 4 wichtige Spiele haben und die entsprechend angehen. Spiel oder vom Abwehrverhalten der Mannschaft, da gehört ja nicht nur die Abwehr als solches dazu. Liegt da noch nicht auch die offensiveren Spieler, die schon zu Beginn bei Ballverlust ein Fehlverhalten an den Tag legen, oder weil im Verbund ist man ja nur stark. Das heißt, ist da nicht die Aufgabe des Trainers, dass er schaut, wie spielen wir, dass man aus einer sicheren Abwehr zu null, wie man so schön sagt, immer spielt und dann erst versucht, nach vorne ein positives Ergebnis zu erreichen? Absolut. Also das Abwehrverhalten, die Zeiten sind schon lang vorbei, dass man sagt, die Hinteren sind für das Abwehrverhalten zuständig und die Vorderen für das Offensivspiel. Nein, die ganze Mannschaft ist gefordert. Und natürlich ist es so, wenn die vorderen Spieler ihren Job nicht machen, dann haben sie die Hinteren schwer. Und oft ist dann der Innenverteidiger oder auch mal der Torhüter der Letzte in der Fehlerkette und ist dann das ärmste Schwein. Und den sieht man dann, aber natürlich ist die ganze Mannschaft gefordert. Und das hat sich auch gezeigt in den letzten Spielen.
Immer dann, wenn wir sehr kompakt waren, eng waren, wenn wir nach Ballverlust sofort wieder agiert haben, um den Ball zurückzugewinnen, dann waren wir gut und haben wenig zugelassen. Wir schaffen es oft über eine gewisse Zeit des Spiels, aber wir schaffen es leider nicht über 90 Minuten und dann kommt es zu Problemen und zu Gegentoren und das gilt es abzustellen. Ja. Daran arbeiten wir. So viele Gegentoren kann man natürlich in der Tabelle nicht oben stehen. Im Normalfall, wenn die Austria gegen, ausgenommen Salzburg oder gegen Rapid im Derby, wo man sagt, die Chancen sind ausgeglichen oder eine andere Mannschaft ist Favorit, jetzt ist die Admira vor der Austria in der Tabelle. Ist morgen der Admira der Favorit oder die Wiener Austria? Favorit ist, aber der Anspruch der Austria muss sein, zu Hause gegen die Admira zu gewinnen. Und so müssen wir in das Spiel reingehen. Und da ist die Tabelle zweitrangig. Und das muss ich ganz klar sagen, wir sind Austria Wien. Und so selbstbewusst müssen wir auch auftreten, dass wir die Admira schlagen möchten. Müssen. Woche bekannt geworden, dass Pires und Holzhauser, zwei Leistungsträger im Verein, den Verein im Sommer verlassen werden. Kann das irgendwelche Auswirkungen haben auf die letzten Spiele? Das glaube ich nicht. Bei Raphael Holzhauser hat es sich jetzt lange hingezogen. Es war so ein Hin und Her. Geht es weiter oder wird er den Verein verlassen? Bei Felipe Pires war es intern eigentlich schon oder für mich schon länger klar, dass er wieder zurückgehen möchte nach Hoffenheim, seine Chance in der Bundesliga suchen. Für mich ist viel, viel wichtiger, dass mal Klarheit herrscht. Ich glaube, wir sind in einer Phase von der Saison, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen und Klarheit zu haben. Und das ist in dem Fall der Fall. Ich habe bei keinem von beiden die Sorge, dass sie sich in irgendeiner Form hängen lassen. Völlig normal ist am Ende einer Saison, dass beim einen oder anderen Spieler Veränderungen anstehen. Und das ist auch wichtig nach so einer Saison, dass Veränderungen anstehen. Aber das Wichtigste ist überhaupt, dass Entscheidungen getroffen werden. Und von dem her sehe ich das eher positiv. Noch zu Ihrer Person, die ganz einfach kommen muss. Wann wollen Sie eigentlich Klarheit haben, wohin es in welche Richtung geht? Sind Sie jemand, der gerne früher Planungssicherheit hat oder sagen Sie, es kommt, wie es kommt, wie man in Wien sagt? Ich bin sicher nicht so, wie Sie jetzt gesagt haben, es kommt, wie es kommt. Im Gegenteil, ich habe es vorher gesagt, ich finde es wichtig, dass Entscheidungen getroffen werden. Und vor allem ist es jetzt eine ganz, ganz wichtige Phase, um die neue Saison zu planen. Es geht darum, einen Kader zusammenzustellen, eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen fürs kommende Jahr. Und da ist jede Entscheidung hilfreich. Und das betrifft natürlich auch die Trainersituation. Ich glaube, je schneller auch diese Frage geklärt ist, umso besser ist es. Ich bin nicht der diese Frage entscheidet. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt in der Saison, wo jede Entscheidung positiv ist, weil wir wollen ja nächstes Jahr nicht hier sitzen und vor so einem Spiel gegen die Admira über diese Tabellensituation reden, sondern über eine ganz andere. Also morgen in den Prater kommen zum einen, zum zweiten einen Wimpel mit Austria-Bezug mitbringen, beim Fanmobil abgeben, dort Foto und Autogramm holen von einem Spieler, der dort eingeteilt sein wird, ab 17.15 Uhr rein ins Stadion, 90 Minuten Daumen drücken und danach nach dem Schlusspfiff hoffentlich jubeln. Ja, das würden wir uns wünschen. Gut. Guter Plan. Das war die Pressekonferenz der Wiener Austria vor dem Spiel gegen die Admira. Spielbeginn ist morgen um 18.30 Uhr. Viktoria Oellerer, Önews.